Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Black Mirror 2. Im letzten Part haben wir ziemlich viel erreicht, muss ich sagen. Ja, wir haben es geschafft, in die Leichenhalle zu kommen, mit Hilfe des Ausweises vom Doktor. Haben dort eine Spritze gefunden, weiß Gott, was wir mit der noch machen müssen. Haben Fullers Schlüsselbund gefunden. Das Interessante daran ist, es ist ein sechseckiger kleiner Schlüssel dran. Und den können wir doch sicherlich für die Kuckucksuhr gebrauchen, denn die hat ja auch hier ein sechseckiges Loch. Gleich mal ausprobieren. Mal sehen, was passiert, wenn ich den Schlüssel drehe. So, ich habe die Uhr aufgezogen. Ich drücke den Schlüssel jetzt rein. Huch, es hat geklickt. Hörte sich an, als wäre im Inneren der Uhr etwas verstellt worden. Hoppla, was ist das denn? Die Schachtel war in der Uhr versteckt. Was ist denn das für ein Mechanismus? Okay. Schachtel. Mal sehen, was drin ist. Gute Frage. Was sind das? Aha. Fotos? Vier negative. Ach, negative. Das sind vier ausgeschnittene negative. Aber die Fotos scheinen nichts geworden zu sein. Hier sind Fehler in der Aufnahme. Sehen aus wie Balken oder Striche. Einige horizontal, einige vertikal. Und auf jedem Negativ sind sie anders angeordnet. Mehr kann ich so nicht erkennen. Dann sind das keine Aufnahmefehler. Ich weiß schon, was ich tun muss. Auf den Leuchttisch damit. Drauflegen. Hundertprozentig. Das erinnert mich an ein Rätsel aus Another Code 1. Hundertprozentig muss ich jetzt die Dias so übereinander legen, dass die Striche Zahlen werden. Und dann unten halt in der richtigen Reihenfolge. Ja, das sieht schon danach aus. Und ich kann... Doch, ich kann's verschieben. Ich muss das jetzt wahrscheinlich alles irgendwie übereinander legen. Vermute ich jetzt halt mal. Aber so komme ich nicht wirklich. Doch. Irgendwie komme ich so doch. Auf eine Zahl. Zwei, vier, acht, zwei. Zwei, vier, acht, zwei. Richtig angeordnet ergeben die Balken Digitalziffern. Ich bin mir sicher, dass das die Codenummer für die Geheimtür ist. Die Negative waren Fullers Gedächtnisstütze für den Notfall. Gar nicht mal so dumm, der Fettsack. Ich könnte wetten, dass es eine Waage ist. Jetzt sehe ich wieder nichts. Das Problem ist... Schloss, das ist die 2. Mount Valley ist die 4. Und jetzt habe ich aber keine 8. Jetzt nehme ich einfach mal die 5. Die 3. Und die 2. Da wieder drauf. Ich könnte wetten. Du könntest wetten, dass es eine Digitalwaage ist. 2, 4, 8, 2. Irgendein Foto von Strand und... Es ist nur die Frage, was bringt
mir das. Zwei, vier, acht, zwei. An meinem ersten Tag hat mein freundlicher Chef mich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er genauestens über den Geldbetrag in der Kasse Buch führe. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass ich nichts mitgehen lassen soll. Ich habe kein Interesse an der Kasse. Diese Fotohalter bestehen aus so einer Art Presspappe. Man kann Bilder aufkleben und sie so besser aufhängen. Der Nachteil ist, dass sie leicht verstauben können. Ich brauche da nichts von. Ich hänge meine Bilder nur selten auf. Tja, jetzt ist nur die Frage 2482. Was soll das bedeuten? Was habe ich jetzt davon, dass ich diese Zahlen habe? 2482. Vielleicht bei der Uhr? In der Uhr war die Schachtel versteckt. Ich glaube kaum, dass da noch mehr drin versteckt ist. Hm. Eine speckige, die USA, Utah, Arizona. 2482. Was haben wir hier? Die USA, Hawaii, irgendwas Unleserliches und Europa. Fuller hat mit seinen Drecksgriffeln die Hälfte verschmiert. Was haben wir hier? Die USA? Eine Specke. Die USA, Utah. Hä? Zwei, vier, acht, zwei. Machen wir mal hier. Zwei. Vier. Zwei mal vier ist acht und dann wieder die zwei. Ich könnte wetten, dass... Ja, wenn es eine Waage ist, dann muss die Waage vielleicht 2482 anzeigen, aber... Naja... Ist ein bisschen viel. Wobei man da wieder sagen muss, Fuller. Das ist das Fenster von Fullers Büro. Hm... Tja... Jetzt muss Fullers Mutter weniger Wäsche aufhängen. Tja. Ich gehe mal wieder zurück ins Krankenhaus. Vielleicht kann ich ja jetzt mit Fullers Leiche irgendwas machen. Weißt du, ich kann sie mitnehmen. Ich kann den jetzt irgendwie über die Schulter spannen und dann passt es schon. Lässt mich vorbei? Hey. Ich hab noch was vergessen. Lass mich rein, danke. Zwei, vier, acht, zwei. Darauf verzichte ich lieber. Darauf verzichte ich. Kann ich Fuller wiegen? Meine Spiegelreflexkamera mit Blick. Fotos habe ich gemacht. Hallo Mama. Keine Veränderung. Kann ich jetzt? Ich lasse die Waage lieber hier. Eine Waage. Eine Waage. Vielleicht für... Hätte das sein können.
Ich lass die Waage liegen. Lieber nicht. Ich hab was. Tja. 2482. Was habe ich jetzt davon? Was habe ich jetzt davon, dass ich die 2482 habe? Tja. Also das habe ich ja alles. Hä? Tja, 2482. Ich könnte wetten, dass es eine Waage ist. Ja, und was habe ich davon? Dass du wetten könntest, dass es eine Waage ist? Genau. Die... Ich hab keine Ahnung. Vier. Und jetzt nochmal die zwei. Jetzt habe ich 2482. Nur halt etwas anders. Das ist irgend so ein Schloss in Europa. Der alte Disney. Ich könnte wetten. Ja, was habe ich davon, dass du wetten könntest, dass es eine Waage ist? Das ist irgend so ein Schloss in Europa. Es ist schön und gut. Ich könnte. Schön und gut, dass es eine Waage ist. Das wissen wir ja. Jetzt ist nur die Frage, was habe ich davon? Was habe ich davon, dass das eine Waage ist? Jetzt habe ich schon gemeint, da steht einer, dabei ist es nur Darren. Was sonst? Ich lass den Kuckuck lieber in Ruhe. Ich lass den Kuckuck lieber. Ich lass den Kuckuck. Ich lass den Kuckuck. Ja, aber ich kann da auch gar nichts mehr machen. Hat das was mit der Weltkarte zu tun? Was soll 2482 mit der Weltkarte zu tun haben? Wenn es jetzt nur bis 4 gehen würde, dann könnte ich sagen, ja okay, Arizona, Hawaii, bla 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 bla. Weil, das könnte Ägypten sein. Vielleicht, ich weiß es ja nicht. Ja doch, der Ägypt. Und die 4 ist dann China. Ja, was habe ich davon? Es geht ja nur bis 4. Die 8 ist das, was mich verwirrt. Sonst wüsste ich es ja, Strand... Europa, also wahrscheinlich das Schloss. Aber 8?
Die 8 ist es, wo mich so stutzig macht. Das sind Fullers dreckige Schuhe für draußen. Hier drin trägt er andere dreckige Schuhe. Wenn es draußen einen Garten gäbe und nicht nur eine Müllhalde, würde ich schätzen, dass Fuller sie für die Gartenarbeit trägt. Da ist lehmige Erde an den Sohlen. Nichts Interessantes zu sehen. Irgendwas muss ich da unten machen. Und irgendwie muss ich da die 2482 eingeben. Aber wie? Da. Geheimtürfen. Auf dem Negativen war ein Code versteckt. 2482. Ja, auf den Negativen war ein Code versteckt. 2482. Ich könnte wetten. Ich mach's jetzt gerade mal andersrum, je nachdem wo. So. Ich könnte wetten? Das ist das Monument Valley in Utah. Der wilde Westen schlechthin seit John Ford. Das da und das Licht, das geht nervt. Irgendein Foto von Strand und Meer. Das ist irgend so ein Schloss in Europa. Da, das ist Europa. Deine chinesische Mauer. Das ist die chinesische Mauer. Das größte Bau. Das ist das Monument Valley. Aber was ist die 8? Die Sphinx mit der Cheops-Pyramide. Und wenn einfach mit 8, 8, also von Egypt, nein. Ich versuch's trotzdem, alles mal. 2, 4, 8. Und wieder die 2. Nee. Ich könnte wetten. Also es hat definitiv was. Hier mit der Weltkarte zu tun, definitiv. Die 2 ist Hawaii, also der Strand. Die 4 ist China. Die 2 ist wie gesagt Hawaii, aber was ist die 8? Was ist die 8? Man weiß ja mittlerweile, ich weiß ja die 5 Punkte. Arizona, Hawaii und Europa war er. Aber auf der Karte selbst ist er noch Ägypten bzw. China vermerkt. Eine speckige Weltkarte. Die USA, Utah, Arizona, die Ecke. Dann rüber nach Hawaii. Danach Nordafrika, wohl Ägypten. Anschließend China und danach Europa. Irgendwo in Deutschland, wie es scheint. Ja, das ist es ja. Aber was hat das mit einer 8 zu tun? Was haben wir hier?
Die USA, Hawaii. Was hat das mit einer 8 zu tun? Ich weiß es nicht. Ich... Ich habe wirklich keine Ahnung, muss ich sagen. Ich komme nicht drauf. Ich könnte wetten, dass es eine Waage ist. Strand ist die 2. Die 4 war Europa, also das Schloss. Strand. Schloss. Aber jetzt ist die Frage. Ja. Die 8. Ich könnte wetten, dass... Nee, ich hab... Irgendein Foto von Strand und Meer. Solche Bilder gibt's ohne Ende. Ich hab keine Ahnung. Was ist die 8? Die Sphinx mit der Cheops-Pyramide im Hintergrund. Stehen beide in Kairo. Die Pyramide ist das älteste der 7 Weltwunder. Und das einzige, das es heute noch gibt. Ich habe keine Ahnung, sage ich jetzt mal. Ich bin überfragt, was damit mit der 2482 gemeint ist, sage ich jetzt mal. Aber ich hoffe mal, dass wir das im nächsten Part herausfinden werden. Aber ich habe echt nicht den leisesten Schimmer. Und was es mit der Waage auf sich hat, weiß ich auch noch nicht so wirklich. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Black Mirror 2 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.